Test. Jetzt hast du schon wieder so ein deppertes Mail durchgeschrieben. Glaubst du wirklich, dass wir insgeheim von Reptiloiden regiert werden? Ja, die Zeichen sind doch eindeutig. Es steht überall was darüber und sie verraten sich auch noch andauernd. Aber deswegen kannst du nicht alle mit deiner Firmen-E-Mail-Adresse zuspammen. Das wird noch gefährlich werden für dich. Es ist wichtig, dass alle Bescheid wissen. Da bin ich auch bereit, ein Risiko einzugehen. Hilf du doch auch mit. Na, auf keinen Fall. Ich halte das für ausgemachten Blödsinn. Geh, Conny, du bist auch so ein Schlafschaf. Da habe ich eh einige in meiner Familie, aber glaub mir, ich werde euch schon noch überzeugen. Nicht alle Verschwörungsideologien selbst sind gefährlich. Manche sind auch unproblematisch oder sogar unterhaltsam. Einige haben vielleicht einen wahren Kern und werden erst in der Übertreibung zu großen und vielleicht sogar problematischen Geschichten. Leider gibt es auch einige, die in sich selbst gefährlich sind. Manche werden für einzelne Personen gefährlich, andere für ganze Teile oder ganze Teile der Gesellschaft oder beides. Wenn sich Verschwörungserzählungen gegen einzelne Personen oder Personengruppen richten, werden diese zu Feindbildern stilisiert. Wut und Hass werden dann von Verschwörungsgläubigen an diesen Personen oder Gruppen ausgelassen. Das kann von Beschimpfungen bis zu tatsächlichen Angriffen reichen. Einige der bekanntesten Verschwörungserzählungen haben antisemitischen Hintergrund. Für jüdische Menschen kann es daher ganz besonders gefährlich werden. Das haben Jüdinnen und Juden auch während der sogenannten Corona-Demos erleben müssen. Besonders gegen diese Art von Verschwörungserzählung ist es deshalb wichtig, die Stimme zu erheben und somit Menschen zu schützen. Oft werden Verschwörungserzählungen von politischen Gruppierungen oder sogar Regierungen missbraucht, um ihre eigene Agenda zu stärken. Das war unter Trump sehr gut zu erkennen, der sehr lang die Covid-19-Pandemie, aber auch den menschengemachten Klimawandel geleugnet hat, um keine Maßnahme ergreifen zu müssen und aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen zu können. Aber auch kriegerische Handlungen oder die Inhaftierung von politischen Gegnerinnen wurden in der Vergangenheit über Falschinformationen und Verschwörungserzählungen gerechtfertigt. Wenn sich Verschwörungsmythen gegen spezifische Handlungen richten, können sie auch für die Verschwörungsgläubigen selbst gefährlich werden. Das trifft besonders zu bei gesundheitlichen Maßnahmen, wie dem Tragen von Masken oder Impfungen. Auch harmlose Verschwörungsmythen bergen Risiken. Denn wenn Menschen von etwas überzeugt sind, wollen sie auch andere davon überzeugen. Denkt also ein Mensch zum Beispiel, dass 5G-Masten große Gefahr bergen, möchte dieser Mensch nicht nur sich selbst, sondern auch seine oder ihre Liebsten schützen. Und das auch gegen Widerstand. Das kann zu einem Bruch mit der Familie oder engen Freundinnen führen. Und so wird die Person sozial isoliert und verliert Menschen, die ihr eventuell auch wieder aus dem Glauben an den Verschwörungsmythos heraushelfen könnten. Nicht nur auf die Verschwörungsgläubigen selbst und ihre Feindinnenbilder haben Verschwörungserzählungen Auswirkungen, auch enge Familienmitglieder und Freundinnen sind betroffen. Andauernde Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten sind zehrend für Beziehungen. Und oft ist das Thema für die Einzelnen so allumfassend, dass es auch nicht möglich ist, es einfach auszusparen. Kinder und Jugendliche können es besonders schwer haben, da sie sich erst in einem Prozess der Meinungsbildung befinden und von beiden Seiten stark beeinflusst werden können. Es kann sein, dass sie sich besonders unter Druck gesetzt fühlen, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Wenn ihr in solch einer Situation steckt oder jemanden kennt, bei dem ihr das vermutet, wendet euch an die Beratungsstelle Extremismus oder an die Bundesstelle für Sektenfragen. Links findet ihr auf jeden Fall unter dem Video. Zusammenfassend bleibt zu sagen, auch wenn es einige Verschwörungserzählungen gibt, die auf den ersten Blick unproblematisch oder witzig wirken, bergen auch sie und insgesamt alle die Gefahr, Brüche in Familien und dem sozialen Umfeld zu erzeugen. Daher versucht, offen zu bleiben für Gespräche, aber immer kritisch und reflektiert.